Schönen guten Morgen. Ich fahre zum Sport. Wollte euch aber vorher noch kurz was erzählen, und zwar was mir gestern passiert ist. Das war nämlich nicht so schön. Ich war nämlich gestern mit den Kindern spazieren auf so einer Straße mit so ganz vielen Mehrfamilienhäusern, und auf einmal haben wir oben so einen ganz lauten Ruf von so einem ganz alten Mann gehört, der sich auch irgendwie so ein bisschen ängstlich angehört hat. Und dann habe ich halt sofort gerufen, ohne jemanden zu sehen, so, hallo, ist da jemand, geht's jemandem nicht gut oder so? Und so 10, 20 Sekunden später kam dann so eine Antwort, kam so ein ganz alter Mann auf dem Balkon, hat dann Hilfe gerufen, aber konnte kaum sprechen. Und dann meinte ich, was brauchen Sie? Und dann ist er sofort wieder zurückgegangen. Dann habe ich halt voll Panik bekommen und habe überall bei Nachbarn, überall geklingelt erstmal, weil ich mir halt dachte, vielleicht kennt den Mann jemand, vielleicht sehr verwirrt oder so. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war sehr irritiert, dass das eine Straße war, wo ganz viele Menschen waren und wirklich niemand sich dafür interessiert hat. Ich bin nicht der Einzige, der das gehört hat, aber ich bin der Einzige, der irgendwie versucht hat, irgendwas zu machen. Es war richtig krank. Ja, auf jeden Fall habe ich dann Restaurants daneben jeden gefragt und keiner kannte den und keiner hat sich wirklich dafür interessiert, wo ich gesagt habe, der Mann hat Hilfe gerufen, bis ich dann nochmal ganz laut gerufen habe, brauchen Sie Hilfe, ist was los, soll ich einen Krankenwagen rufen? Und dann kam nur die Antwort, bitte sofort, ich kriege keine Luft mehr. Da habe ich natürlich sofort einen Krankenwagen gerufen. Und der kam dann auch, ist dann sofort hoch, und dann habe ich auch gesehen, dass der Mann sofort auf die Trage gegangen, jemand, die auf die Trage gelegt hat. Zum Glück ist gerade jemand aus dem Haus gekommen und die sind da rein. Ich weiß nicht, ob die in so einem Fall sonst die Tür aufbrechen würden, bestimmt. Aber das ist erstmal passiert. Ja, auf jeden Fall kamen echt so viele Leute da vorbei und haben gehört, wie dieser Mann gerufen hat. Und ich habe auch diese irritierten Blicke dann so nach oben gesehen, aber keiner kam irgendwie auf die Idee, mal zu gucken, ist das in Ordnung? Sollte man vielleicht mal nachhören oder so? Ich war richtig geschockt, vor allem als ich auch so im Nachhinein überlegt habe. Der Mann hat wahrscheinlich geschrien, weil er keine Luft mehr bekommen hat, war alleine oder ist alleine. Und ich finde das so krass, dass man irgendwie, keine Ahnung, ich habe danach wirklich super lange darüber nachgedacht, weil ich nicht glauben konnte, dass so viele Menschen nicht bereit waren, irgendwie mal 5 Sekunden irgendwie zu gucken, ob es der Person gut geht oder mal nachzuhören oder so. Also boah, bitte tut mir den Gefallen, wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, dass jemand Hilfe braucht. Lieber einmal zu viel fragen, als gar nicht fragen. Wirklich, stell dir vor, dieser Mann hätte jetzt einfach keine, klar, vielleicht wäre alles gut gegangen, aber vielleicht hätte er auch einfach keine Luft bekommen. Okay, bitte immer für alle da sein. Okay. Ja? Mhm. Ich glaube, es hat nicht fokussiert. Oh Mann, der Fokus ist doch echt. Kannst du den Ton bitte wieder anmachen? Oh, macht er mir einfach den Ton aus, ich flipp gleich völlig aus. Wir haben übrigens gerade bei Julia auf dem TikTok-Account einen TikTok zusammen hochgeladen. Ich habe bei ihm mitgemacht. Also ich muss sagen, es macht schon Spaß, ne? Aber ich packe euch mal den Link rein und dann könnt ihr mal gucken. Ja, war auf jeden Fall lustig.